Upp. Da ba 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 bam. Mega fett. Hallöch meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Heute in der Folge werde ich mit euch Folgendes machen, damit ihr direkt hier die Informationen am Start bekommt. Wir werden erst einmal den erweiterten Tisch bauen von Tinker's Construct, die erweiterte Toolstation sozusagen. Die werden wir uns jetzt mal zusammenzimmern, dafür werden wir aber gerade mal ganz kurz diesen Tisch hier noch abbauen. So. Upp. Und ja, das war richtig und da werden wir uns mal den nächsten Tisch craften. Und zwar, das hat folgenden Grund. Ich möchte mir nämlich diese Axt craften, die nennt sich, glaube ich, Lumber-Axt oder sowas in die Richtung. Die kann nämlich Bäume mit einem Schlag abbauen. Und darum geht es mir eigentlich nur, weil das ist mega, mega nice und ich habe... Boah, ich dachte gerade, die wären Creeper irgendwo. Diese Viecher, die hasse ich wie die Pest, ne? Also, die kriegt man so schlecht gehittet, weil die zu schnell wegfliegen und es nervt einfach nur tierisch. Ich krieg sie nicht mal gehauen. Gut, perfekt. So, meine Güte, zum Start wieder direkt so eine Kacke am... genau. Ja, nee, folgendes. Also ich will diesen Tisch craften, weil ich nämlich mir die Axt machen will, die nämlich die Bäume mit einem Schlag abbaut. Und dafür brauchen wir erstmal ein paar Steel-Dinger, das weiß ich noch. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauchen wir erstmal unser ganzes Steel, was wir überhaupt bisher überhaupt besessen haben, wird erstmal verbraucht. So, jetzt machen wir uns direkt den Tisch. Und an diesem Tisch müssten wir uns dann auch schon diese Axt craften können. Das sehen wir aber jetzt. Zack, das war mega nice. Mega nice verkackt, würde ich sagen. Der soll nämlich dahin. So. Und zwar, wo ist das Ding? Da. Das müsste, genau, das ist die Lumber-Axt. Die kann das. Die ist mega nice. Also ich finde die mega nice. Und was wir dafür brauchen, sehen wir hier. So ein Kopfding. Das, ich glaube, wir haben alles bis auf das da. Gerade mal kurz hier reingucken. Genau. Dann müssen wir uns gerade mal das hier machen. Hatten wir jetzt den Rest? Das hatten wir. Das hätten wir. Diesen Creeper-Kopf nenne ich ihn jetzt einfach mal. Den hatten wir auch noch nicht. Machen wir den auch noch. Und dann müssen wir aber alles haben für die Axt. Genau, was ist das hier? Ist das das längliche oder das ist das kürzere? Das ist immer dieses Hin und Her. Das müsste das längliche sein. Genau. Ja, okay, cool. Dann können wir hier uns gerade mal die Pattern, die wir brauchen, noch hier rausholen. Hier noch. Die lassen wir mal, ich hoffe, das ist die richtige. Dann holen wir mal ein bisschen Gold, ich hoffe, dass wir noch Gold haben. Ja, Gold haben wir noch. Wir nehmen mal alle mit. Tun die mal kurz hier ein bisschen einschmelzen. Damit wir uns nämlich die, Nein. Wir brauchen Stein. Entschuldigung, ich war gerade einen Schritt schon zu weit. Wir brauchen erstmal Stein. Da, erstmal ein Stecksteine hier rausgeholt. So, dann machen wir nämlich so. Ne, so machen wir. So. Dann kriegen wir nämlich einmal das. Dann kriegen wir nämlich auch einmal das nicht. Weil was im Weg ist, dann einmal das. Und dann auch einmal dieses hier. Dann sind das die drei Teile, die wir brauchen. Dann können die nämlich wieder weg. Für die rein. Bup, bup, bup. Und dann habe ich gerade gesehen, dass mir es. Ne, doch nicht. Es sah nur anders aus. Ist sogar noch Gold drin. Das ist ja cool. Dann können wir nämlich jetzt gerade erstmal die ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr goldlastig. Ja, es reicht nicht mehr, diese 5 Ingots. Doch, hat gereicht. Ah, okay. Sah nur seltsam aus. Das da rein, damit man uns davon eine Schablone machen kann dann. Zack, zack. Und dann das noch. Reicht. Reicht nicht, reicht, reicht nicht. Nein, reicht nicht. Das heißt, wir müssen nochmal ein Ingot nachlegen. Das machen wir gerade mal schnell. In der Zeit werden wir gerade mal... Ups, das war... Ach, guck mal, da ist noch Zeug drin, lol. Das sollte ich gleich mal da rausräumen. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Was ist das denn da? Das nehmen wir auch mal weg. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir hier kurz... Oh Gott, wie lange dauert denn das?
schmilz mal ein bisschen schneller. Wir haben noch mehr vor, als für diese Axt zu craften heute. Zack. Zack. Ja, das reicht jetzt. Perfekt. So, dann haben wir nämlich die drei Sachen fertig, die wir brauchen. Beziehungsweise, war das eigentlich... Hätte ich das gar nicht machen müssen, fällt mir gerade ein, weil ich, was ist das denn? Achso, das ist das Stone-Ding. Weil ich nämlich erstmal mir die Lumber-Eggs, wir gucken gerade mal, welche es alles gibt. Also, es gibt ja 5 Millionen verschiedene Materialien. Wir werden uns eine aus Iron, denke ich, erstmal für den Anfang machen. Wo ist denn die aus Iron? Das ist Stone, da ist die aus Iron. Genau. Wir werden uns die erstmal machen, würde ich sagen. Dafür holen wir uns gerade mal noch ein paar Eisenbarren. Einen halben Stack, das sollte langen. Die müssen wir dann gerade mal noch schnell hier einschmelzen lassen. Zack. Das passt, perfekt. Dann können wir nämlich jetzt Stein oder Gold wieder wegräumen. Das kann weg, das kann weg, das kann auch mal da rein, das kann auch da rein. Ist mir alles gerade mal egal. In der Zeit, wo das jetzt am Einschmelzen ist, habe ich mir überlegt, dass wir nochmal ein paar Speed-Upgrades für unseren Electric-Separator bauen. Damit der mal hier ein bisschen in Schwung kommt, weil der habe ich nämlich das Gefühl, dass der einfach nur extremst nachhängt. Ja, nice. Wir konnten einen konnten wir machen. Und jetzt fehlt uns das Alloy-Zeug. Oh, hier, perfekt. Da sind noch welche drin. Das ist super nice. Können wir nämlich hier so zack, zack machen. Perfekt. Wir können 8 Stück machen. Dann können wir den nämlich direkt hier reinknallen. In der Hoffnung, dass der mal hier ein bisschen Butter bei die Fisch gibt. Für hier mal ordentlich hier rein zu buttern. Und ich glaube, ich sollte hier auch mal... Oh, hier sind sogar schon Speed-Upgrades drin, 4 Stück. Ey, das Ding ist so lahm, das ist absolut für den Arsch. So, wir konnten nochmal genau 4 Stück herstellen, das ist eigentlich sehr, sehr cool. Machen wir hier auch nochmal die 4 rein und jetzt sollte das dann hier auch mal... Ja, genau, es fehlt nämlich... Okay, ich hab's... Hätte es... Nee, warte... Ah! Okay, jetzt bringt's doch nicht mehr. Jetzt kann ich das eine auch durchlaufen lassen. Entschuldigung. Ja, es lag nämlich nur an dem... Da würde ich sagen, crafte ich eigentlich im Prinzip eigentlich mal noch einen zweiten davon. Und dann funktioniert das nämlich auch. Dann hat er definitiv auch genug am Start für das zu managen, würde ich jetzt mal sagen. Also genug Oxygen am Start. So, wir lassen uns mal hier kurz die Iron-Dinger machen. Und dann machen wir uns mal die Lumber-Eggs. In der Hoffnung, dass ich dann alles hab. Ah, ne, warte, ich muss gleich noch das andere Ding holen. Ey, die Fresse, da geht aber ordentlich Zeug rein hier. So, ich hol gerade mal noch das. Wirklich in der Hoffnung, dass das halt das Richtige ist. Was wir benötigen dafür. So, das noch da rein. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Zack, zack. So, schauen wir einfach mal. Wir craften uns das ganze Ding jetzt mal hier zusammen. Da und es ist das Falsche. Wie soll es auch anders sein? Iron Touch Root, das ist das Falsche. Dann brauchen wir nämlich dieses. Dann brauchen wir nämlich dieses. Das heißt, wir müssen doch nochmal Gold organisieren, kurz. 1, 2, 3. Wir nehmen mal 3 Stück. 3 müssten auf jeden Fall langen. Und tun die gerade mal hier einsmelzen. Haben wir keinen Stein mehr am Start, ne? Meine Güte, ich tue das alles die ganze Zeit wegräumen wieder, weil ich so, alles quasi, sortiert haben möchte und nichts durcheinander haben möchte. Deswegen bringe ich das direkt alles immer wieder weg. Und wir machen uns gerade mal, hier ist das Ding. Zack. Zack. Ein so ein dünnes Teil. Werden die Steine, obwohl komm, ich lasse die Steine einfach mal da drin. Und die Pattern da rein. Zack, zack, zack. Zack, die können eigentlich, die können alle da jetzt auch noch in die Chest rein. Die brauche ich ja alle schon gar nicht mehr. Auch noch dieses, ja. Okay, dann kann das, das tun wir wieder da rein. Und dann hoffe ich, dass diese da dann die richtige ist. Warte mal hier, umpolen das Ganze. Dann hier das Steinzeug reinwerfen, vapen. So, das, dann das Eisen nach unten und rauslaufen lassen. Zack, zack. Und dann hoffe ich, dass es das jetzt das Richtige ist. Müsste eigentlich. Und zack.
Wo ist denn Problem? Gibt's hier verschiedene? Nö, gibt's nicht. Doch, gibt's wohl. Oh nee, ey. Welches habe ich denn jetzt eben gemacht? Ich hab die... Warte mal, ich hab die kleine gemacht. Scheiße, jetzt müssen wir erstmal nochmal pennen gehen. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe das falsche Ding gecraftet, einfach nur. Das ist ein bisschen ätzend gemacht, meiner Meinung nach, weil die fast identisch aussehen und man das eigentlich so gut wie gar nicht auseinanderhalten kann, welches jetzt welches ist. Ich habe die kleine gemacht, ne? Das ist jetzt die fette. Ja, ich habe die kleine gemacht. So wie es aussieht. Hab eine Stück Kleine gemacht. Mal gucken. Ja. Ja, ja, schon das Kleine gemacht. Das Kleine. Ist das Falsche. So, gut. Das da rein. Gold nach unten. Gold ist unten. Ein Ingot wird nicht reichen. Nope. Das ist, ätzend. Richtig ätzend. Das, also ich finde, das hätten sie ein bisschen besser machen können, meiner Meinung nach, weil man blickt halt so absolut nicht durch. Wohl. Der einzige Unterschied ist, dass es ein bisschen größer, das ist ein bisschen kleiner. So, wir gucken jetzt gerade mal, das kann Müll. Ja, geil. So. Dann kann die da rein. Dann kann das da rein. Das ist Stone, das kann in den Müll. Das kann in den Müll. Und was ist das? Das ist auch Stone, das kann auch in den Müll. Dann bin ich jetzt gleich mal gespannt, welche wir benötigen. Wir holen gerade mal noch das andere auch hier raus. Und dann haben wir ja genug Auswahl. Und dann schauen wir mal, was wir benötigen dafür. So. Das da rein. Iron machen einmal. Zack, zack. So. Jetzt das Ganze nochmal von vorne. Das Große. Das dahin. Das dahin. Ah, es war nämlich doch das Große, nicht das Kleine. Ja gut, ist okay. Dann weiß ich das schon mal für die Zukunft. Und jetzt werde ich nämlich einfach das hier alles so. Das ist Müll. Das schmeiße ich alles in Müll. Das ist nämlich nicht schwer nachzucraften. Und deswegen werde ich das jetzt gerade mal alles hier so schön wegfeuern. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier so eine nice Lumber Eggs am Start. Jetzt hole ich aber gerade mal hier das Zeug noch da raus. Und tue das hier ins ME-System rein. Zack, 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 zack. Und dann gehen wir natürlich direkt auch mal die Axt ausprobieren. Wir fliegen erstmal ein Stückchen ja, hier irgendwo hin. Und werden mal gucken, wie schön die arbeitet. Und wie direkt die vermutlich kaputt gehen wird. Bup. Babababababam. Mega fett ist das Ding auf jeden Fall, weil ich habe nämlich hier bei mir am Grundstück, wie ihr ja selber gesehen habt schon, einfach jede Menge Bäume stehen und die sollen alle weg. Damit ich nämlich hier was bauen kann, eventuell ein Häuschen oder sowas Feines. Das aber, ja, werden wir natürlich jetzt nicht beginnen, noch ein Haus zu bauen. Das wäre zu aufwendig. Aber es geht halt darum, dass ich das ganze Zeug halt erstmal alles craften kann und dann habe ich jetzt die fette Axte, mit der man das schön managen kann. Und jetzt gucken wir mal kurz hier. Electric Separator. Haben wir noch Zeit für einen Electric Separator zu basteln? Müssen wir gerade mal gucken. Electric. Vielleicht sollten wir einfach nur Add Mechanism eingeben. Das ist. Wo ist das Ding? Trägerfuser? Electric Separator. Da ist es doch. So, was müssen wir denn hierfür machen? Okay, dafür fehlt irgendwas. Dafür fehlt Gold. Und Iron Dust. Gold und Iron Dust. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Crusher. Gucken wir das mal hier durchcrushen schnell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Ja, komm. Hopp. Wir haben doch keine Zeit. Nein. Ach, leg mich doch am Arsch. Ein bisschen schneller. So, eins noch.
Zack, zack. Output wieder anmachen. So. Reinfeuern das Ganze und dann nochmal. Add Mechanism. Mechanism. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Electric Separator am Stiesel. Jetzt brauchen wir noch diesen Aquarius-Akkumulator. Aber ich sehe, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Und damit würde ich sagen, dass wir das in der nächsten Folge abschließen, weil das würde die Folge jetzt nochmal 5 Minuten in die Länge ziehen, für das restliche Zeug zu craften. Und ja, bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Ein Kommentar und ein Däumchen nach oben würde mich natürlich mega freuen. Und aber am meisten aber natürlich ein Abo. Und ja, erzählt's weiter. Sagt euren Freunden Bescheid, dass hier ein neuer YouTuber am Start ist. Nein, Quatsch, war Spaß. Sagt euren Freunden Bescheid, wenn es euch gefallen hat, was ihr seht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ist eure Sache. Und würde sagen, ihr hört mich morgen wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt geschmeidig. Ciao.